Kommen wir hierzu. Ja. So, und zwar, ich war eifrig. Ich habe im Wald und in der Umgebung schön gesammelt und habe unter anderem hier einmal, jeder kennt sie, nur ich gerade nicht. Was ist denn los mit mir? Hä? Das sind Kastanien, meine Güte, ich komme nicht auf den Namen Kastanien. So, also man konnte da gerade schon sehen, die eine hier hat angefangen zu gammeln. Hoppala. Die nicht, die will noch nicht gammeln. Die hat angefangen zu gammeln. Da gucke ich noch mal, ob wir lassen sie noch mal eine Zeit lang drinne, ob das schlimmer wird oder nicht. Man sollte die tagtäglich bitte kontrollieren, zumindest in der Anfangszeit, bis man dann weiß, oh ja, gammelt oder gammelt nicht. So, und dann hier ganz, ganz wichtig: Nässe, ordentlich Nässe. Und dann packt da bitte ein Zewa drauf. Ich habe schon von Techniken gehört, wo die Leute die in Tüten separat eingepackt haben. Das heißt also, die haben die Kastanien oder so, was auch immer, schön in einem Zewa eingetütet. Schön feucht. Ja, so wie hier jetzt auch. Und dann haben die die mit einem Zewa in eine Tüte getan und dann in den Kühlschrank gepackt. Das hier kommt auch in den Kühlschrank. Jeder, der mein letztes Ameisenvideo gesehen hat, weiß, dass sie da drinne sind. Also nochmals Kastanien. Dann habe ich hier in dem Bereich Eicheln. Und oh, die Eichel, die erste Eichel hier ist schon aufgegangen. Ja. Die ist im Begriff zu keimen. Ja, sie ist auch im Begriff zu schimmeln, aber sie ist definitiv im Begriff zu keimen. Gucken wir uns mal noch mal ein bisschen genauer an. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ja, ich habe mittlerweile die Kamera ein bisschen genauer platziert. Hier ist irgendwie noch gar nichts im Gang. Oh, doch, da sieht es aus, als ob das leicht aufreißen würde. Weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Das sind unterschiedliche Eicheln. Also, ich habe an unterschiedlichen Stellen gesammelt. Bin dementsprechend fündig geworden. Oh, die platzt auch schon auf hier vorne an der Spitze. Also die scheinen irgendwie an der Spitze aufzuplatzen. Das ist schon mal gut zu wissen. Manch eine schimmelt und wird weich. Raus damit. Die fängt auch an aufzuplatzen. Aber das ist gut. Also die kleinen schmalen scheinen irgendwie so die bessere Art zu sein. Die ist noch in Ordnung. Die ist leicht am Gammeln. Aber nur leicht. So, entweder wird schlimmer oder nisch. So, also auch wieder Waderup. Waderup wird meine Oma sagen. Ne? Der hat schon noch diesen altdeutschen Schlach. Nicht diesen schlimmen altdeutschen Schlach mit den kleinen schwarzen Bärtchen, sondern halt einfach nur diesen altdeutschen Schlach. So, oh, hier ist auch was passiert. Also, was hatten wir jetzt? Wir hatten Kastanien, wir hatten Eicheln und wir haben Kirschen. Das sind Kirschen. Ich habe ja mittlerweile festgestellt, dass die Bonsais, die ich schon ziehe, dass das gar keine wirklichen Kirschen sind. So, hier seht ihr hoffentlich, dass hier habe ich Kirschen, die sind so vom Baum gefallen. Also quasi, da war die Kirsche noch drum und ist getrocknet. Ich dachte mir, das könnte, aber wie mir scheint, ist das mehr so eine Geschichte, die gammelt. Und da machen wir jetzt ganz schnell uns von ab. Ne, sage ich mal. Das heißt, wir nehmen neue Kloputzpappe. Vorher war das Zewa, was ich da verwendet habe. Das ist jetzt nicht unbedingt schlechter, dass ich Zewa genommen habe, nur ich habe jetzt Zewa-Verbot. Stimmt auch nicht wirklich. Meine Freundin weiß nicht, dass ich das Zewa benutzt habe. Wir werden nicht daran zugrunde gehen, dass ich das Zewa benutzt habe, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, wieder loszurennen und Zewa zu holen.
sondern wir nehmen jetzt halt einfach das, was uns zur Verfügung steht. Ich sag mal, alles, was jetzt hier noch so war, dass da noch diese Reste von Fruchtfleisch dran waren, das schmeiße ich jetzt weg, weil ich gehe davon aus, dass das im Laufe der Zeit alles angefangen hätte zu gammeln. Aber somit seht ihr auch, wie man das hier mal neu macht. So, ich habe mir diesen Trick aus dem Internet besorgt. Ich weiß jetzt leider nicht bei wem, also wem auch immer ich da jetzt auf die Füße trete, weil ich dem das weggeklaut habe. Was heißt hier weggeklaut? Das ist doch öffentlich. Jeder, der das hier zum Beispiel auch sieht, der darf das gerne nachmachen. Aber ihr seht es ja auch hier, wie es geht. Ne? Also, Waderup. Das waren jetzt die Kirschen. Wir hatten Kastanie, Eiche, Kirschen. Und hier, die habe ich bei meinem Sohn gefunden. Also, ne, ich lebe getrennt von meiner ersten Frau. Ne, Entscheidung. Ahorn. Jede Menge Ahorn. Und wir haben die jetzt einfach mal eingesammelt. Oder ich habe die einfach mal eingesammelt. Und wie ihr seht, Waderup. Jede Menge. Jede Menge Waderup. Gucken wir mal. Hier ist auch noch einiges. Also hier seht ihr das auch. Ich habe hier schon so ein bisschen wegsortiert. Ich habe das ja schließlich auch schon vorbereitet in dem Sinne. Ja, schon vor ein paar Tagen schon vorbereitet. Und ihr seht jetzt hier quasi so schon die ersten Ergebnisse daraus. Ich habe verschiedenste Variationen davon gefunden, wie man das hier machen kann, soll, was auch immer. Ich habe auch die verschiedensten Angaben dazu gefunden, wie lange das dauert, bis da was keimt. Entschuldigung. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich das für richtig halte. Und das ist das, was ihr hier jetzt seht. Ja, so denke ich, könnte das was werden. Ja. So bin ich der Meinung, dass das funktionieren könnte. Wenn einer von euch einen Tipp hat, wie man das vielleicht doch sinnvoller machen könnte, dann bitte raus damit. Nur, ich denke mal, ihr habt in dem letzten Video auf jeden Fall verstanden, dass ich in keinster Weise dazu bereit bin, mit Erde großartig zu arbeiten, weil das hat bisher bei mir hier nur Unglück gebracht. So wie ihr das jetzt hier seht, ja, das ist so ein Tower, 1, 2, 3, 4. So gebe ich das jetzt wieder zurück in den Kühlschrank, wo ich es auch vorhin schon die ganze Zeit hatte. Ja, wie gesagt, im anderen Video definitiv so zu erkennen. So, ja, so ist das als Affe. Ne? Leicht verstreut. Also, nochmal zurück in die ganze Geschichte. 1, 2, 3, 4. Kastanien, Eicheln, Kirschen. Und hier haben wir etwas, was ich bis heute nicht benennen konnte. Ich habe auch noch keinen fragen können, der mir da hätte helfen können. Diese Samen habe ich so auf der Straße, will ich es nicht sagen, aber die habe ich halt so gefunden, bei mir auf der Arbeit vor allem. Da sind die mir entgegengekommen und zwar so, dass das elektrische Rolltor schon nicht mehr runter wollte. So hartnäckig sind die mir auf den Sack gegangen. Die kommen, diese Samen kommen hier dran an so einem Flugblatt. Ja, das ist ähnlich wie beim Ahorn auch, ne? Daran segeln die runter. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache, ob das hilft, ob das Sinn und Zweck ist der ganzen Geschichte, weiß ich nicht. Werden wir sehen. So, und da sind die Ahornblätter. Wusste doch, dass da noch einer war, der dazugehörte. So, ab in den Kühlschrank. So, also diese Sachen sind bei konstanten 7,5 Grad im Kühlschrank. Und ja, sollten sich da drin wohlfühlen. Da kommen wir später nochmal zu. Hier habe ich noch so ein paar Dinge, die ich euch noch ans Herz legen möchte. Und zwar, wenn ihr Eichen sammelt und seht, dass da schon einer drin rumgebohrt hat, ja, nehmt sie gleich weg. Schmeißt sie einfach gleich weg. Dann macht bitte auch den Wassertest. Hier ist auch so ein Loch. Ja, speziell bei Eicheln. Wassertest machen. Das heißt, nehmt einen Bottich, der groß genug ist. Ja, macht den. Bisschen mit Wasser voll, ja, so voll, dass Eicheln da drinne schwimmen oder untergehen könnten. Und zwar die Eicheln, die untergehen, die behaltet ihr. Und die Eicheln, die schwimmen, die nehmt ihr schon mal gleich weg. Ja, die entsorgt ihr dann gleich, so wie hier diesen Unrat hier, alles was da irgendwie so dran war, was da nicht dran gehört. Ja, nehmt es, schmeißt es weg. So, die Eicheln, die dann. So, hier machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich denke, das Video ist jetzt lang genug geworden. Danach geht es, wie ihr hier sehen könnt, mit Walnüssen weiter und ja, seid gespannt drauf.
Ich danke jedem von euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Ne? Schreibt ruhig, was euch interessiert. Ja, fragt mich was. Sagt auch, wie doof das Video war, was auch immer. Schreibt es rein, macht was raus. Ja, ich freue mich drauf. Bis später, ciao.